Ja, ja, der Tag war echt cool, oder? Wie fandest du es? Also mit den Schülern und so, ist einfach mal krass. Das war eigentlich richtig cool, ja. Also die haben auch alle voll gut gelernt, trotzdem, obwohl ich ja gar kein richtiger Lehrer bin. Theresa, filmst du etwas schon? Oh mein Gott, Theresa, du filmst schon? Und warte, müssen wir jetzt direkt beginnen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fiskal-TV-Folge. Ja, ach so, ich wollte gerade noch dir eine Frage stellen. Und zwar, kennst du den Film Kevin allein zu Haus? Ja, ist das heute unser Filmtipp? Nee, das ist nicht unser Filmtipp. Aber mir ist eingefallen, bei Kevin allein zu Hause, da vergessen seine Eltern ihn ja so zu Hause. Und er kann dann zu Hause so Sachen machen, die er sonst nicht machen könnte. Und ist völlig auf sich allein gestellt. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Tag, den wir heute erleben dürfen. Weil stimmt. Wir haben ja heute Schüler machen Schule. Und ja, also die Schüler, wir sind ohne Lehrer in der Schule. Wir sind einfach auf unserer Geschichte. Das ist schon krass. Das ist aber auch cool. Ja, aber Kevin allein zu Hause ist ja jetzt nicht unser Filmtipp. Wir haben nämlich dieses Mal einen Song der Woche. Genau, für den Song der Woche habe ich diesmal Tempo von 01099 ausgesucht. Ich glaube, die meisten von euch kennen es. Bisschen jüngere Sänger, ne? Aber richtig cool und ich finde den Song auch so, der motiviert. Und das ist ja gut, weil wir haben ja jetzt den 7.1. heute, wenn die Pascal-Folge rauskommt. Und also neues Jahr. Neue Motivation und ich denke, dafür braucht man dann auch einen Song, der motivierend ist. Also hört gerne rein. Wenn die Folge rauskommt, ist es schon ein bisschen her, aber wir haben heute Schüler machen Schule, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Und Lena und ich haben euch da ein bisschen mitgenommen durch die verschiedenen Klassenräume und die Lehrer ein bisschen interviewt und auch die Kinder. So, ich habe jetzt Rieke neben mir und sie ist heute die Vertretung für die Schulleitung. Und erzähl mal ein bisschen, was ihr so machen müsst, ob bis jetzt auch alles gut geklappt hat oder ob es schon kleine Probleme gab. Ja, also es hat alles bisher gut geklappt. Wir sind eigentlich dafür zuständig, dass es hier alles reibungslos abläuft und auch die direkte Vertretung von Frau Bachmann. Also wir sind für die 7. bis 9. Klassen zuständig. Es gibt auch noch andere Schulleitungen für die 1. bis 4. jeweils zwei Personen und dann halt für die 5. bis 6. Sind auch nochmal zwei Personen zuständig. Ich habe auch noch eine Kollegin, also ich mache den Job nicht hier alleine. Und wir schauen auch, dass der Unterricht gut läuft, also gehen auch durch die Flure und schauen einfach mal in die Klassen rein und fragen nach, ob die Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen und wenn ja, dann würden wir die auch anbieten und geben. Okay, also macht dir der Job heute hier Spaß? Siehst du dich später bei sowas? Gute Frage, ich weiß es noch nicht. Ich habe eigentlich einen anderen Berufswunsch. Ja. Aber es ist auf jeden Fall mal ganz interessant, so reinzuschnuppern, ne? Ja. Ja, okay, ja, danke. So, ich habe jetzt Emma neben mir und die unterrichtet heute eine erste Klasse, ne? Ja, die erste. Und ist jetzt dein erster Block. Wie ist es denn so? Also es ist sehr chaotisch. Also die sind ja noch sehr jung und wissen noch nicht ganz, wie man sich so benehmen soll. Aber sie haben so eine Klangschale und dann sind die auch ruhig, wenn man da so ran donkt. Klappt es gut, was ihr vorbereitet habt? Ja, wir basteln Weihnachtskarten an die Familie und das macht den Spaß, also ja. Und nachher, 7. war das? Ja, wir haben danach noch Lernzeit mit der 7a und... Denkst du, das wird... Hoffentlich benehmen die sich ein bisschen Angst, weil 7. ist ja so... Ja. Ja. Mal schauen. Naja, dann danke schön und viel Spaß noch. Ihr werdet alle kurz gefilmt. Seid artig. Ich bin jetzt hier mit ein paar Schülern aus der 2. Klasse, aus der 2b, um genauer zu sein. Und ich habe schon gesehen, ihr habt heute richtig tolle kleine Malbilder bekommen. Wollt ihr uns die mal zeigen? Gerne. Ja. Gefällt euch der Unterricht mit den jüngeren Menschen? Also mit den Schülern? Ja. Ja? Ja. Ja. Gefällt euch das besser als mit normalen Lehrern? Nein. Ja. Nein. Na doch. Doch. Na doch, eigentlich. Nein. Eigentlich schon? Nein. Eigentlich ist alles gleich gut. Ich finde es eigentlich mit richtigen Lehrern besser als mit Schülern. Also ich finde es so ein bisschen besser schon. Ich finde schon mit Lehrern zumindest. Ein bisschen abwechslungsbezogen. Ja, und sind die auch nett zu euch? Ja. Ja? Na schön. Und ja, euch macht es Spaß und ihr fühlt euch auch wohl. Ja. 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 Na dann, Dankeschön. Ich habe jetzt zwei aus der 5. Klasse gefunden, zwei Schüler. Und könntet ihr einfach mal erzählen, wie bis jetzt für euch so der erste Block und jetzt der Anfang vom 2. Block war? Hallo, wir sind vom 5. A Klasse. Wir haben jetzt Schüler machen Schule.
Und wir haben jetzt Englischblock. Wir haben Elsa. Wem noch? Emma und Lara. Ja. Wir haben noch nicht alles gemacht, aber wir haben unser Name geschrieben in ein Blatt Papier, dass die wissen, wie heißen wir. Ja, und ich fand den Tag eigentlich bisher ziemlich gut. Fandet ihr jetzt den Tag toll und wollte ich mal fragen, habt ihr schon Lust, wenn ihr dann im 11. seid, das auch zu machen? Cool, wenn ich bin 11. Klasse und ich komme zum, meine oder andere Klassen machen Unterricht. Die Klasse, welche haben mir auch gemacht Unterricht. Es ist cool, ja. Also ich will es später auch machen und ich finde das ziemlich cool. So, ich habe jetzt Romeo und du bist ja heute auch als Lehrerin unterwegs. Was hast du, also hast du schon bis jetzt was unterrichtet und was ist unterrichtest du heute? Ich hatte bis jetzt Englisch mit einer 8. Klasse, dann habe ich noch Spanisch gleich und dann habe ich Lernzeit. Ja. Und wie war es bis jetzt so? Also wie war der erste Unterricht? Waren die Kinder respektvoll oder würdest du eher sagen, ein bisschen schwieriger? Also es war schon entspannter eher. Also eine Gruppe ist natürlich ein bisschen lauter gewesen, die haben halt Werwolf gespielt im anderen Raum und dann die andere Gruppe, mit denen habe ich dann Kahoot gespielt, das war ganz schön, also waren auch respektvoll, also nicht krass respektlos jetzt. Also freust dich auch schon auf deine nächsten Stunden. Ja. Okay, danke. Ich bin jetzt hier mit meiner Kollegin und Freundin Sarah. Und Sarah unterrichtet heute die 8. Klasse, ne? Ja. Ja, gefällt's dir? Also kommst du klar? Ja, ist eine gute Klasse, die ist eigentlich ganz ruhig alle. Wir haben jetzt Kahoot ein bisschen gespielt, jetzt spielen wir noch so ein Biologiespiel. Ja, ist eine schöne Klasse. Und du hast einen Schüler mitgebracht, wie heißt du? Ich heiße Jan. Jan ist in der 8. Klasse und gefällt dir das so mit den Schülern? Ja, das ist auf jeden Fall immer eine Abwechslung im Gegensatz, weil sonst hat man ja immer Lehrer und mal Schüler zu haben, ist eine gute Abwechslung. Und gefällt es dir besser als mit normalen Lehrern? Ja. Ja, schon? Es ist bestimmt ein bisschen entspannter, ne? Auch, ja. Ja. Okay. Die Rahmen. Die Rahmen sind in Europa, aber es ist nicht egal. J? Also wir sind jetzt in der 8D. Ich mache hier Unterricht, Informatik und wir haben uns mit dem Thema Facharbeit auseinandergesetzt. Wir haben ein paar Fragen beantwortet und ja, ein paar Diagramme erstellt, einfach so ein bisschen geübt. Und jetzt, so die letzte halbe Stunde, gehen wir in den Spieleteil über, weil wir wollen ja auch noch ein bisschen was Interessantes machen. Oder Spannendes oder Lustiges. Also, Luca, jetzt musst du mir wohl anwachsen. Genau, also wir befinden uns jetzt hier gerade immer noch bei Schüler machen Schule. Ich bin jetzt hier gerade im 2. Block und wir haben gerade die 8a beim Musikunterricht. Genau, und daher ist ja eh so kurz vor Weihnachten, das haben wir uns, also ich mache mit Emmy zusammen. Und wir haben uns überlegt, dass wir halt ganz entspannt so ein bisschen Liederraten machen. Und vorhin haben die so kleine Gruppen ihre Lieblingsweihnachtslieder vorgestellt. Und danach haben wir die zusammen mit Karaoke gesungen. Und wie gesagt, jetzt machen wir ein bisschen Liederraten gerade und also alles ganz entspannt. Ich habe jetzt Georg und Leander gefunden und ihr unterrichtet ja so mit die Ältesten, also in der 9. Klasse, ja, richtig? Die dann die. Ja, benehmen die sich ordentlich? Oder? Also in der ersten Stunde war es ein bisschen noch ein bisschen lauter, ein bisschen turbulenter, aber jetzt eigentlich läuft das eigentlich ganz gut. Also ja, schon ganz gut, insbesondere verglichen mit den anderen Klassen, läuft ja. Das eigentlich super. Und die arbeiten auch schön mit? Die arbeiten, also gerade machen wir Stillarbeit, die arbeiten gerade in ihren Vorträgen und das machen sie super. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr diszipliniert, sehr, sehr schön. Und dann würde... So, also ihr beide wart ja heute den ganzen Tag bei der 9D, ne? Genau. Und das ist ja die Oberschulklasse. Richtig. So. Genau, und ich habe gehört, das soll ein bisschen komplizierter sein. Also wir waren vorhin bei dem einen Teil, weil die Klasse ist in zwei Hälften geteilt und der war eigentlich relativ entspannt. Also bei uns war es ruhig, wir haben Kahoots gespielt und einfach so ein bisschen Entspannung gemacht. Ja, bei uns ging es auch einigermaßen. Also unser sah genauso aus mit ein paar Mathe-Kahoots. Also in der einen oder anderen Situation wurden sie ein bisschen lauter, aber es hat sich auch schnell wieder geregelt, also wie normale Klassen ablaufen. So schlimm sind sie heute gar nicht, wie die ganzen Lehrer sagen. Also war jetzt nicht schlimm, dass ihr da eingeteilt wart? Nee. Gar kein Problem, wir wollten es ja auch freiwillig. Und auch Respekt. Die haben auch Respekt. Die Stunde jetzt auf jeden Fall ist nochmal ruhiger, weil nur LZ ist. Genau.
Ja. Und würdet ihr das nochmal machen? Auf jeden Fall. Ist sehr cool. Okay. Jetzt im Anschluss sehen wir noch einen Beitrag bzw. Interview mit Frau Bachmann, wo Frau Bachmann uns so den Ursprung des Schülermachen Schule erklärt und wie das so in der Vergangenheit alles abgelaufen ist. Hallo Frau Bachmann. Wie wir vielleicht alle wissen, haben wir ja am Donnerstag Schülermachen Schule. Dort unterrichten ja die Elftklässler von 1. bis 9. die Schüler. Und da habe ich ein paar Fragen an Sie. Meine erste Frage wäre, seit wann gibt es eigentlich Schülermachen Schule an dieser Schule? Ja, Theresa, Schüler machen Schule gibt es seit 2007. Ich habe damals einen Leistungskurs Mathematik gemacht und da war die Idee, ja, was Neues auszuprobieren. Und ja, und heute, Theresa, wird ja eure große Aufgabe sein, denn Schüler machen Schule macht ja immer der Jahrgang 11. Ja, das stimmt und darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Und warum gibt es dieses Projekt eigentlich? Ja, ich hatte damals ja schon gesagt, einen Leistungskurs Mathe und die waren relativ gut, aber irgendwie haben die nicht gut harmoniert. Das heißt, wenn wir so schulspezifische Veranstaltungen gemacht haben, habe ich überlegt oder gedacht, irgendwas muss da noch gut passieren, damit die eine gute Gemeinschaft sind. Und ich habe dann meine Morgenstation gemacht und habe einen Artikel vorgelesen aus der Schweiz. Und dort haben Schülerinnen und Schüler ja die Schule übernommen und die Kollegen haben sich dort fortgebildet. Dann habe ich mal die Frage gestellt, das würde hier gar nicht funktionieren. Und da die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses sehr, sehr ehrgeizig waren, haben sie gesagt, na klar, das kriegen wir gut hin. Ja, und dann ging es los. Es war schon eine Herausforderung, denn damals waren wir noch nicht so gut digital aufgestellt. Das heißt, alle Pläne, alles, was dort drumherum gemacht werden musste, musste per Hand gemacht werden. Mit den Schülerinnen und Schülern musste geredet werden. Die Stundenpläne mussten erstellt werden mit Listen. Also das war eine ungeheure Arbeit, aber Ziel war, und dass es gut läuft, das haben die Schülerinnen und Schüler gut hinbekommen und das haben sie auch wirklich alleine gemacht. Ich brauchte da kaum Hinweise geben. Sie haben vielleicht nach der Struktur gefragt oder sich nochmal eine Reflexion geholt. In der Tat haben sie das dann sehr gut, sogar 2 Tage umgesetzt und das Ergebnis war, dass die Schülerinnen und Schüler ein hervorragendes Feedback auch von den Klassen bekommen haben und ja, heute noch bei Absolvententreffen und bei Jahrgangstreffen und Abiturtreffen sprechen sie noch von ihren Erfahrungen aus der ersten Phase von Schüler machen Schule. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und merken Sie auch, welche Auswirkungen diese Tage auf den normalen Schulalltag hat? Ja, na klar. Erstmal hatte ich nicht gedacht, dass es über die vielen Jahre immer wieder durchgeführt wird, Schüler machen Schule. Und dass die Schülerinnen und Schüler da immer sehr aufgeregt sind und auch sehr akribisch das jetzt noch sehr gut vorbereiten. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Erfahrung im Jahrgang. Aber es bleibt auch etwas. Einerseits, dass sich vielleicht Schülerinnen und Schüler überlegen, ja, den Lehrerberuf zu ergreifen. Auch das haben wir schon gehabt nach den Erfahrungen von Schüler machen Schule. Aber wir merken es auch selbst im Unterricht. Das heißt, dass sehr begabte Schülerinnen und Schüler sich melden und sagen, okay, wenn mal der Musikunterricht ausfällt, würde ich ganz gerne die Vertretung durchführen oder auch im Leistungskurs Mathe, denn meistens sind ja dann die Leistungskursschülerinnen und Schüler ja sehr, sehr, sehr fit und sie können dann in der Grundschule das viel besser erklären als ein anderer Lehrer. Das heißt also, die Schülerinnen und Schüler sehen schon dann die Elftklässler als auch Lehrerinnen und Lehrer an und es ist dann so implementiert, dass schon eine Vertretung von den Schülerinnen und Schülern dann auch bewusst angesteuert wird und dass die Kollegen auch bewusst mal fragen, kannst du nicht nochmal mitkommen oder als Team arbeiten oder selbst mal die Mathestunde oder Physik, Chemie oder Sport oder auch Musik und Kunst durchführen. Und ich denke, das ist auch gut, zumal das auch die Gemeinschaft fördert. Das heißt also, zum Beispiel die Grundschüler kennen dann schon die Elftklässler und sprechen die Elftklässler auch mal so an. Und manchmal sagen sie dann auch Frau Polzin statt Theresa, weil sie dann die Schülerinnen und Schüler auch als Lehrerin und als Lehrer anziehen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Erfahrung, die gemacht wird. Und es stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl und dient vor allem auch dann für die Berufs- und Studienorientierung. Und in der Tat haben dann auch Schülerinnen und Schüler überlegt, sie wollten vielleicht für den Gymnasialbereich Lehrer werden und haben dann gesagt, ach nee,
dann doch für die Grundschule oder auch umgekehrt. Ich glaube, das sind gute Erfahrungen, die man hier an der Schule auch machen kann und das wird auch sehr, sehr gut genutzt. Vielen Dank für Ihre Antworten. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar sehr interessante Hintergrundinfos bekommen und ich glaube, ich kann für alle Elftklässler sprechen, dass wir auf jeden Fall sehr gespannt sind, wie das alles abläuft. Genau, und wir freuen uns. Ja, und ich freue mich auch und hoffe, dass es alles ganz gut gelingt. Ja, Frau Bachmann ist jetzt wieder los. Die muss ja auch ihren Pflichten nachgehen. Und Lena erzählt euch jetzt noch so ein bisschen den Ausblick in die nächste Woche. Genau, diese Woche ist relativ entspannt. Ich weiß auf jeden Fall, dass für die ersten bis zweiten Klassen die Woche jetzt die Elternsprechtage beginnen und dass die der fünfte Jahrgang hat so Glückstage verteilt in der Woche und am Dienstag ist auch wieder mit Eltern Religion entdecken. Also falls eure Eltern da irgendwie interessiert seid, könnt ihr Bescheid sagen. Das ist immer am Tasca und das ist immer eine sehr entspannte Runde. Wir haben da schon ab und zu mal gearbeitet. Genau. Und wenn ihr noch weiteres wissen wollt, dann schaut gerne auf der Homepage vorbei. Ja, das war's jetzt mit der heutigen Folge und eigentlich müssen wir uns auch ein bisschen beeilen, ne? Ja, wir haben gleich wieder Unterricht als Lehrer. Vielleicht Berufswahl doch nochmal, also Berufswunsch ändern. Mal sehen, was wir machen. Mal gucken. Tschüssi. Tschüss.